Die Moritat vom Räuber Heising vom Hü. Oder die Butterfrau von Halberstadt. Durch des Hüwalds finstre Gründe auf naturverschlungenem Pfad wandert eine alte Butterfrau zum Markt nach Halberstadt. Hu! Da plötzlich stürmt des Waldes kühner Sohn aus dem Geheg, scharf bewehrt bis an die Zähne, und vertritt ihr flugs den Weg. »Sind Sie?« fragt die Frau erblassend, einer dunklen Ahnung voll, »etwa gar der Räuber Heising, der all hier grassieren soll?« Und wie Schuppen von den Augen fällt's der Butterfrau sogleich. »Sie sind Heising«, ruft sie schweigend. »Bin es«, spricht der Räuber bleich. »Ja, ich bin's, du Unglückselge. Ja, ich bin's, der sich dir zeigt. Und du bist diejen'ge, welche nimmer meinem Grimm entweicht. Denn mit hochwillkommenem Futter nahst du dich zu guter Stund«, sprach's und schnitt von ihrer Butter schweigend sich ein ganzes Pfund. »Bin's, und sage dir noch dieses, meinem Mordstahl fallest du, bringst du mir nicht auf dem Rückweg Brot und Schlackwurst noch dazu.« Und die Frau erfasst ein Grausen, weiß nicht recht, was sie beginnt. Und der Heising zieht weit einwärts, über Stoppeln streicht der Wind. Schlimme Zeichen, schlimmer Zeiten, wie man nie erlebt sie hat, wenn ein Räuber solchen Unfug treibt, so nah bei Halberstadt.